Der Turm Pinelli Pignatelli wurde 1267 während der Zeit der Plantagenets gebaut. Damals war er von einem Burggraben umgeben. Einst hatte der Turm nur eine passive Verteidigungsfunktion. Das bemerkt man an den dünnen Wänden des gesamten Gebäudes, die schwerer Artillerie nicht widerstanden hätten. Im 19. Jahrhundert fungierte das Erdgeschoss, das früher als Gefängnis genutzt wurde, nur als Stall. Das bemerkt man an den Futterkrippen, die in die Wände gegraben wurden. Im obersten Stock gibt es einen großen Raum, dem im Fall einer Belagerung ganz sicher sein konnte. Der Turm wurde im Jahr 1969 restauriert und seitdem ist er jetzt angesichts seiner Bedeutung für die Bürger von Galatone Sitz des örtlichen Fremdverkehrsvereins Pro Loco.